Ja, willkommen zu einem nächsten Part Let's Play Portal 2 mit mir Sandy4338. Also den Co-op mit mir Sandy4338 und Dem Ritter. Nein, dem Mr. Baby Mario finde. Den Ritter mit vollgeschissenen Windeln, genau. So kann man mich bezeichnen. Oder super. nicht? Würdest du so einen Ritter gerne empfangen? Nein, lieber nicht. Naja, ich auch nicht. Yay, und Peabody, das bin ja ich. Aperture Laboratories. Ja, ich lese mir solche Sachen. Sie sagt nichts. Oh, wie toll. Unglaublich. Aber sie sagt wirklich nichts und ich habe auch die Untertitel. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Remontageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. Oh, oh. Das hat mich voll an eine Kirsche erinnert, dieses Zeichen. Ich dachte, hä, Kirschen? Kirschen? Welches Zeichen? Na, das hier. Wieso Kirschen? Ich weiß auch nicht, das hat von der Weite her so ausgeschaut. Okay, wetten, bei dem Supermarkt haben die Kirschen auch solche Totenschädel. So. So. Und du, oh ja, Kirschen, Totenschädel. Greifen wir ja gleich mal zu. Yummy. Warte, ich wollte dich noch was fragen. Ja. Weißt du zufällig, ob es immer Turrets oder sowas zu kaufen gibt? Oder solche Roboter oder was weiß ich, irgendwas Bottle-mäßiges? Das ist wegen dieser Schachtel, nicht wahr? Ah! Ja. Naja, was ich ehrlich gesagt schon mal auf einem Flohmarkt gesehen habe, ist ein Begleiterkubus-Stoff. Ein Plüschding. Also war nicht wirklich so groß wie ein Begleiterkubus, einfach ziemlich klein. Nur gerade so für die Hand, aber. Ich fand es ziemlich witzig, aber ich hab's mir dann noch, also ich hab's mir nicht so, also ich hab's mir nicht gekauft, obwohl es einfach, glaube ich, nur so 3 Franken gekostet hat. Oh Mist, Franken? Wie, was ist das in Euro? Franken? Ah, ihr habt eine voll andere Währung als wir. Ja. Naja, einfach 3 Schweizer Franken. Aber ich habe ihn dann nicht gekauft. Irgendwie. Okay, schön, dass wir das jetzt auch wissen. Also ich höre diesen Begriff nicht oft, Franken. Naja. Geht das? Das geht sogar. Komm einfach mal mit. Denn das ist ziemlich. In so ganz großen Testkammern, da finde ich mich da weiß ich manchmal auch nicht mehr, was wir so tun müssen. Ich weiß. Jo mein Gott. Oh, ich hab's sogar noch richtig gesetzt. Ich wollte es eigentlich nur nicht gerade hier haben. Warte dann. Hä? Ah! Ah, es hat ihn gefangen. Okay. Was machst du da? Was mache ich wo? Wo bist du? Oh mein Gott, wenn ich auf Tab drücke, sehe ich das auch. Also das merke ich gar nicht. Ich mach gar nichts. Oh Gott, einfach es gab mal einmal so eine verpackte Stelle dort. Weißt du, auch mit diesen Strudeln. Und irgendwie immer wenn ich so einen Strudel irgendwo anders hingetan habe, dann. Ich habe eine frohe Frage, hast du mein Portal Bug Video gesehen? Also Portal 2 Bug Video. Nein, habe ich leider nicht. Okay, sonst musst du mal schauen bei mir. Ich habe einen witzigen Bug gefunden mit dem Portal 2. Und der ist wirklich witzig. Warte, bleibst du mal hier? Ich hol den arme Würfel, nur wegen dir. Nein, 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 ich will zum Würfel. Ja, und jetzt da hoch, rein, rein. Ich. Wo bin ich jetzt? Dann bist du unten. Das ist so genial mit dir. Okay, warte, was machen wir jetzt? Du darfst bloß nichts verstellen. Warte, wie wär's, wenn wir dich jetzt. Da das rote. Oh mein Gott! Du kannst aber nochmal mit diesem Trampolin springen, vielleicht kommst du dann nach oben. Ach ja, genau. Gute Idee. Los, Würfel, du zuerst. Du bist mein Versuchskaninchen.
Der will nicht. So. Nein, ich muss ihn... Nein, ich erreiche ihn nicht. Da ist der Würfel. Hol ihn dir. Soll ich dich auch gleich mitnehmen? Nein. Ah! Was tust du da? Okay. Bin ich gestorben. Ich muss jetzt... Warte. Wohin muss dieser Laser? Ich muss jetzt, glaube ich, nach da drüben, war es doch. So. Ja, ich muss hier nach drüben, der Laser muss hier hin. Dorthin. Wie bekommen wir den Laser dorthin? Warte, ich geh erstmal darüber. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht mehr. Wie ging das? Also ich weiß, der Laser muss dort hinten hin. Und dann durch ein Portal. Warte mal, geh mal auf der Schusslinie. Okay. Keine Ahnung, wo du hingehen sollst. Ich weiß was. Wir müssen irgendwie... Nein. Dort, bei dir links, ist so eine Mauer. Hinter so einem, also so eine weiße Mauer, bei einem Glas. Ja, das war. Ja, genau, da muss ein Portal hin. Und das andere müsste eigentlich genau dorthin. Wohin? Ja, hinter dir. Dreh dich um. Wieso hinter mir? Ach so, okay. Also, aber ich weiß nicht mehr, wie das funktionieren sollte. Hallo. Okay. Ah, da bist du ja. Hallo. Ich muss. Hey, warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Mach mal dort, wo der Laser jetzt hingeht, ein Portal und dann mach. Nein, das ist ein bisschen falsch gesetzt. Das auch. Ach komm schon, du kannst mich mal. Getroffen, aber. Also, du darfst eigentlich nichts mehr versetzen. Deine Portale müssen so bleiben, wie sie sind. Das bedeutet, ich muss uns darüber manövrieren. Oh mein Gott, geh nochmal zurück. Soll ich mal den Würfel holen? Also hast du den Würfel jetzt? Mhm. Und du musst ihn nochmal so wie vor positionieren. Ich habe also gesehen, das falsche Portal. Ja, so ist gut. So, dann... Warte, nein. So, dann kommst du mal nach unten. Dann müssen wir in... Nein, nicht ganz. In diese Richtung, ja. Nein, höher. Ja, so, okay. Los! Aber es sieht irgendwie schon ziemlich seltsam aus, wenn wir so am Rumschwimmen sind. Oh mein Gott. Na toll. Warte. Mist. Okay. Wir müssen nochmal schnell nach drüben. Hui. Ja, gut so. Gut so, gut so, gut so. Und jetzt dahin. Okay, du bleibst einfach da, ich komme jetzt gleich nach. Also jetzt kann ich checken, wie du das hinbekommen hast, aber auch egal. Ja, also eben, dieser Strudel mag ich einfach ziemlich... Ja, von den neuen Sachen mag ich dieser Strudel eigentlich am liebsten. Und jetzt muss ich nur da... Da und da. Nicht ganz. Ja! Wow. Oh. Ich hatte erschrocken. Ah, jetzt kommt das Neue. Jetzt auf, das ist nicht nötig. Wollt ihr mich damit ärgern? Große Geste. Hä? Große Geste, das heißt, du kannst totale Gesten. Achso, okay. Ihr werdet euch dabei wehtun und das wird mich in Verzückung versetzen. Das sind doch Sadisten, oder? Ja, Sadist.
Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufhört. Ach nee, oh. Oh. Yay. Sind wir jetzt vorher noch umgefahren mit dem Aufzug oder wie? Jetzt kommt noch die große Frage: Willst du noch eine machen oder? Ich weiß nicht, ich bin nur müde. Eben, aber dann müssen wir jetzt mit dem Aufzug runterfahren, denn ansonsten speichert es ja nichts. Also, sonst fahren wir runter und dann machen wir da Schluss. Bist du jetzt gerade weg? Hä? Ja, klar, da soll ich weg sein. Sorry. Ach, ich habe gerade irgendein Skype-Geräusch gehört. Naja, egal. Ding. Okay, dann fahren wir nach unten und dann verabschieden wir uns dort. Dann sehen die Zuschauer mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Testkammer. Ich wollte schon am Anfang mit dem falschen Aufzug nach unten fahren. Ich habe mich schon so gewöhnt, dass ich mich immer in deinen stelle. Lauf. Ich finde eigentlich, die sehen noch ziemlich gut aus, diese Roboter. Also diese zwei hier. Sie haben sich was überlegt. Naja, eigentlich schon. Aber nicht. Irgendwas. Blue, wie gut kennst du Orange wirklich? Vertraust du Orange? Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist? Also eigentlich stimmt das. Also ich hoffe, vertrauen tust du mir, aber wie gut du mich wirklich kennst und du bist nicht wirklich mein erster Teampartner. Also, ich habe das ja schon mal gespielt. Das klingt ziemlich bedrohlich alles was. Wir müssen uns merken, Transportschächte 5. Das müssen wir unbedingt merken, 5. 5! Wie viele Finger hat deine Hand? 5! Wie viele Finger hat dein Fuß? Nein, wie viele? 10. Meine Hand hat nur 3. Also. Ja. Okay. Und. Bist du noch da? Ja, natürlich bin ich noch da. Bitte. Okay. Also, beenden wir den Part. Okay, gut. Das war Let's Play Puddle 2, den Koop. Mit Mr. Baby Mario 64 und. Mit der Sandy 48. 4338. Bis zum nächsten Mal.